Es folgt der Blick auf die aktuell vom Robert-Koch-Institut mitgeteilten Corona-Infektionszahlen. Seit gestern hat das RKI 8.769 positive Testergebnisse registriert. Das sind 2.567 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 67,3 gesunken. Die Zahl der Toten gibt die Behörde mit 226 an. 42,6 Millionen Impfdosen sind mittlerweile in Deutschland gespritzt worden.